Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nama 3 Breaking Point. So, wir sind hier gerade in einer Sägemühle offiziell, ja. Wobei das hier eigentlich eher alles aussieht wie ein Militärcamp. Und man findet auch Sachen wie im Militärcamp. Knarren, Munition, Rucksäcke und so weiter. Und ja, und deswegen wollen wir mal schauen, ob wir hier vielleicht noch ein paar schöne Sachen finden. Türen öffnen. Ich würde ja gerne mal einen richtig großen Rucksack finden. Also keinen so Mini-Rucksack, sondern mal so einen richtig großen. Aber die sind wohl hier relativ selten. Und natürlich würde ich auch gerne mal, sagte ich schon, mir ein Auto zusammenbasteln. Aber das ist alles ein bisschen schwierig. Leuchtmunition, British Rucksack, Sports Bag, British Rucksack. Gut, aber das haben wir ja schon. Wir haben ja schon einen British Rucksack, der relativ groß schon ist, jedenfalls größer als die beiden, die ich davor hatte. So. Mal, Leuchtstäbe habe ich jetzt irgendwie keine Verbindung für. Jedenfalls nicht so wirklich. Nacht war es ja hier noch nicht. Okay, hier war nichts. Dann gehen wir mal wieder raus. Ja, und wie gesagt, immer diese komischen Frame, diese Frame-Einbrüche. Immer von 60 auf 50. Das hat er aber auch gehabt, wenn ich nicht aufgenommen habe. Und von daher finde ich die ganze Sache ein bisschen sehr kurios. Meine Good Armor 3 ist natürlich sehr anspruchsvoll in diesen Dingen. Aber es ist das erste Mal hier, dass es mir auffällt. Na? Aha. So. Okay, hier war diesmal nichts drin. Geht der da. Hoppala. Schleichen wir uns mal an und machen ihn. Na bitte, geht doch. So, hier haben wir wahrscheinlich wieder einen Haufen. Wieso kann ich das jetzt nicht angehen hier? Was soll denn das? Hallo? Muss ich das erst hier auf First Person machen? Nö. Kann er nicht, will er nicht? Was soll denn das? Hm. Was ist denn das hier? So, jetzt aber. Können wir leider nicht gebrauchen. Also geht's weiter. Oh. Wow, nicht schlecht. So, jetzt muss ich direkt mal gucken. Ich habe mir noch die Beretta eingestellt. Oh, dafür habe ich sogar Munition. Ach, die Parabellum nimmt man dafür. Coole Sache. Da draußen rennt einer rum. Aber ich würde sagen, die Macke auf.
Magazine nehme ich mir trotzdem mit. So. Oder habe ich die jetzt? Habe ich die jetzt da rausgelegt? Tatsache. Scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Oder nehme ich eine Colt mit? Ein Colt mit? M1911. Habe ich doch hier irgendwo gesehen. Das sind doch die hier, oder? Tauschen wir mal. Haben wir dafür was? Ja, haben wir. Aber warum, verdammt nochmal, schmeißt er mir denn die Beretta weg? Was soll denn das? So, Makarov. Hier draußen rennt laufend, glaube ich, ein Zombie rum. Blödsinn. Na doch. Ich hoffe jedenfalls, dass es ein Zombie ist. Ja. Und wie sie schön durch die Wände backen. Cool. Okay, ich hau jetzt ab. Wir laufen einfach mal hier die Straße lang. Nämlich keinen Bock hier noch weiter rumzuhängen. Oh. Okay. Okay, keine gute Idee. Oh, das Ding war laut. Na gut, da haben wir wenigstens mal ein bisschen Action. Scheiße, nee. Das haben wir wirklich alle gehört. Gut, na, wir verpissen uns jetzt einfach mal hier in den Wald. Ich hoffe, dass wir uns bald verlieren. Ich denke bald schon. Das war jetzt nicht so sehr clever. Sehe ich ein, aber spaßig war es trotzdem. Ich denke mal, das haben sie sowieso jetzt. Die finden mich nicht mehr. Die haben mich ganz schnell verloren. Spätestens falls ich ins Wasser springe, um rüber zu schwimmen, wenn ich das denn mache. Mein Plan war ja, ich wollte auf die andere Insel schwimmen. Die Frage ist halt, ob das eine super Idee ist. Oder ob ich dann hier wie ein Hund ersaufe. So. Wie ich das so sehe, ist das gar nicht so weit, könnte man vermuten. Könnte man vermuten. Ich gucke einfach mal durchs Fernglas. So, ist natürlich, soll natürlich auch nicht allzu viel Aktivität da drüben sein. So. Ein Hochstand. Okay. Ist halt jetzt die Frage. Ne, nimm mal runter die Knarre. So.
Wie weit ist das tatsächlich? Karte auf Spielerposition. Bin ich das dann ungefähr hier oder so? Gut, da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen ja darüber. Das ist ja das, was wir eben gesehen haben mit den Felsen. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen ja direkt hier rüber. Ach komm, wir versuchen das mal. Wir schwimmen einfach mal eine Runde. Schwimmen einfach mal eine Runde nach drüben. Und hoffen, dass wir nicht erfrieren, ersaufen, erschossen werden oder sonst irgendwie einen qualvollen, grausamen Tod erleiden. Cool, jetzt haben sie sogar diese Wellen eingefügt. Das sieht ja heiß aus. So, aber wenn wir dann natürlich drüben auf der anderen Seite sind, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, also da müssen wir nicht zurückschwimmen, sondern. Huch. So, fast abgesoffen hier. Sondern wir können dann trockenen Fußes zurückkommen. Da gab es ja dann quasi von dieser Insel auf die andere Insel einen Weg. Der war ja mir allerdings jetzt zu lang, um quasi dorthin zu kommen. Das heißt also, wenn, dann gehen wir dort lang zurück. Aber erstmal müssen wir hier einigermaßen wohlbehalten drüben ankommen. Und ja, wir haben es fast geschafft. Nach ungefähr fast 10 Minuten Schwimmen haben wir endlich das andere Ufer erreicht und gehen jetzt gleich an Land. Yeah. Jawohl, ja. Genau. Und erstmal die Knarre in die Hand nehmen, bevor wir überhaupt an Land sind. Okay, also wir sind an Land. War jetzt allerdings doch ein ganz schönes Stück. Also definitiv mehr, als ich erwartet habe. So, und jetzt gucken wir einfach mal, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hier, ja. Wir sind vermutlich, wo sind wir denn jetzt? Hier irgendwo. Gut, das heißt also, wenn wir weiter nach Osten gehen, können wir die Sachen hier abklappern. Hier ist vermutlich nichts. Gut, na dann gehen wir doch einfach mal nach Osten. Ja, genau. Halt, Moment. Das ist dann hier quasi. Okay, wir sind also auf der zweiten. Ah, hier sind wir gelandet. Okay, also ein bisschen. Ein bisschen Nordost, ganz leicht. So, genau. So müsste das gut sein. Aber meine Herren, doch ganz schön lange gedauert, hätte ich nicht gedacht. Dann wollen wir mal schauen, ob wir was Schönes finden da. Damit meine ich nicht nur den Tod, sondern irgendetwas Brauchbares, wo man dann mal sagen kann, okay, ich will jetzt, keine Ahnung, Auto oder Heli oder was auch immer bauen. Ich denke mal, vor anderen Spielern müssen wir uns gerade nicht so wahnsinnig fürchten. Wobei, man kann nie wissen, ist schon vorgekommen. Ich logge ein, wo ein Spieler auf einer Map ist. Und natürlich treffe ich genau auf diesen Spieler. Alles schon passiert. Ah, hier. Hier ist was.
Aber was? Eine Hütte. Hüten! Na, wollen wir mal schauen, ob wir in der Hütten was finden. Sieht ja schon mal gut aus. Bandages sind immer gut. Blueprint Haven Old Television. Was soll man denn da mit dem Fernseher? Knarren. Eine Water Bottle. Ah, die nehme ich doch mal mit. Nachdem ich zu blöde war, meine eigene Water Bottle wieder aufzufüllen. Sports Bag. Fuel Barrel Reinforcement Kit. Ja, das war's. So, jetzt müssen wir ja trotzdem mal gucken, welche Hütte ist denn das? Ist die hier irgendwo verzeichnet? Ja, da. Okay, also wenn ich jetzt ein bisschen weiter nach Südosten gehe, dann finde ich bestimmt den Flughafen, die Rollbahn. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Tschüss.